In dieser kleinen Seitenstraße liegt das Altersheim für Holocaust-Überlebende über mehrere Häuser verteilt. Auch Judith Rosenzweig lebt hier im Parterre des ungewöhnlichen Seniorenheims. Die 87-Jährige hat viel erlebt. Ihre Kindheit hat sie im Ghetto und Konzentrationslagern verbracht. Die kleine Wohnung ist voller Erinnerungen. Ich habe hier Gesellschaft, ich habe hier Freundinnen gefunden. Ich brauche nicht allein wirtschaften. Und das ist sehr viel für mich, weil heute bin ich nicht mehr die Jüngste. Aber die Vergangenheit lebt in mir weiter, man kann sie nicht vergessen. An den Wänden ihre Zeichnungen aus Theresienstadt. 1944 wurde die damals 14-Jährige nach Auschwitz deportiert, dann in das KZ Bergen-Belsen. Bilder ihrer Familie in der damaligen Tschechoslowakei vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie will die Erinnerung wachhalten. Es ist sehr wichtig, es soll nicht verloren gehen, die Erinnerungen, die wir haben. Wir sind ja meine Generation. Wir sind die Letzten, die noch am Leben sind, die durch Auschwitz gegangen sind. Ihre Nachbarn sind auch Holocaust-Überlebende. Wenn sie sich hier allein fühlt, hat es die frühere Krankenschwester nicht weit. Nebenan in der Kantine bereiten Freiwillige schon das Mittagessen zu. Shimon Sabah, Gründer der Initiative Helfende Hände, kennt die Probleme der hochbetagten Gäste. Sie sind in einer oft schwierigen mentalen oder finanziellen Situation. Sie brauchen diesen Ort. Im hohen Alter kommen viele Traumata wieder. Alles, was sie in den Lagern erlebt haben, das verstärkt sich. Vor allem, wenn sie alleine sind, ohne Hilfe und ihr Körper sie langsam im Stich lässt. Die Kantine, der Treffpunkt für die Bewohner. Auch Judith Rosenzweig kommt jeden Tag hierher. Es gibt eine Warteliste für das Altersheim und eine Suppenküche für die, die nicht hier unterkommen können. Ich wusste erst nicht, dass es so einen Ort gibt. Ich bin seit einem Jahr hier und wirklich froh darüber. Wir sitzen am Tisch und essen zusammen oder essen nicht zusammen. Das Heim ist auch ein Ort der Unbeschwertheit. Aber am wichtigsten ist ihnen, dass sie und ihre Geschichte nicht vergessen werden.